Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Evoland 2. Wir sind im Dorf der Dämonen. Nachdem wir mit Geistern gespielt haben, spielen wir jetzt mit Dämonen. Ja, willkommen. Ihr habt Glück, Menschen. Wenn fürs schon euch traut, traue ich euch auch. Was seid denn? Ihr seid Spione. Ihr als Menschen, wie euch gelingen konnte, fürs schon zu täuschen, weiß ich nicht. Ich werde euch aber nicht aus den Augen lassen. Hallo, was heißt denn hier täuschen? Menschen im Lager des Dämonenkönigs. Was das nicht alles gibt. Greif bloß nichts an. Ich greife nichts an, obwohl... Krieg ich jetzt Ärger. Tut mir leid. Ja, die Dämonen. Eigentlich nicht unser Freund, sondern eher Feind, aber... Durch John, da haben wir hier zumindest eine Erlaubnis, uns hier mal umzusehen. Was sind das kleine Zelte? Ich werde den Menschen nie wieder trauen. Nicht nach dem Angriff während einer Waffenruhe. Oh ja, sowas ist sehr hinterhältig. Das ist so asi, ey. So, ich bin echt nach wie vor gespannt, was dieses Spiel noch so für geile Ideen und Anspielungen parat hält. Ich meine, was kommen noch für geile Spiele, die jetzt hier eingebaut werden? Und ja, ich bin echt sehr gespannt. Oh, kann man da Waffen kaufen? Das wäre ja erstmals mal eine sinnvolle Angelegenheit, Waffen bzw. Geld loszuwerden. Trotz der Waffenuhr, die wir fast 10 Jahre lang eingehalten haben. Wurden wir überraschend von euren Freunden, den Menschen, angegriffen? Wie konnten sie bloß so feige sein? Oh, ja, ja, das ist schon echt assi, ja. So, kann ich mal endlich was kaufen hier? Ein Freund von Fürst John ist auch mein Freund. Was kann ich für euch tun? Kaufen. Oh, geil, wir können echt was kaufen. Guck mal an, Bronzeschwert plus 200, plus 5 Angriff. Kostet nur 200. Eine Bronzerüstung plus 4 Verteidigung kostet nur 250. Ey, das ist Schnäppchen, wenn man bedenkt, wie viel wir haben. Ein Bronzeschwert für 200 Gold kaufen? Ja. Geil! Gefunden ein Bronzeschwert. Sieht hübsch aus, aber ist verdammt schwer. Mir egal, hier, nimm die Rüstung. Eine Bronzerüstung für 250 Gold kaufen? Ja, gerne. Gefunden eine Bronzerüstung. Wenn ihr sie ablegt, könnt ihr sie jedes Mal einen Luftsprung von 3 Metern machen. Ist sie echt so schwer? So, was kann man dafür kaufen? Guck mal. Oh, wir können hier das alte Schwert verkaufen. Ja, guck mal an. Ja, warum nicht? Brauchen wir eh nicht mehr. Werde ich hier das halt wieder. Ey, geil. Sehr schön. Das gefiel mir doch jetzt super gut. Vor allem, wir haben noch so viel Kohle übrig jetzt. Geil, geil, geil. Ja, einfach mal diese verwelkten Kräuter hier nicht in die Flora und Fauna reinpassen. Oh. Okay. Ach, guck mal, ein Margalit. Ob wir den gleich nutzen können zum Reisen? Aber schaut mal hier, das sieht irgendwie schon echt episch aus, so mit diesem Panoramablick hier. Geil. Bedenkt mal, das ist ein Indie-Spiel. Und für ein Indie-Spiel richtig, richtig gut gemacht. Oh, wir können jetzt wieder alles hier wegkloppen. Ja, natürlich, mache ich das. Gib Kohle. So. Ich gehe erstmal weiter nach links. Die rechte Seite bearbeite ich auf dem Rückweg. Habt ihr denn keinen Hunger? Ich habe Hunger. Und hier sieht ziemlich lecker aus. Als ob ich euch auffressen würde. Aber das sind doch die Geschichten, die ihr eurem Nachwuchs erzählt, nicht wahr? Nein.
Nicht diese Art von Geschichten erzählen wir. Boah, echt, dass wir das erste Mal wirklich Geld ausgeben konnten, sinnvoll ausgeben konnten. Da freue ich mich jetzt echt total mega über doll. Das, ja, das ist cool. Ihr solltet vermutlich Förster John nachgehen und herausfinden, was los ist. Da ihr aber so am Leben der Dämonensoldat interessiert seid, werde ich euch von meinen eigenen erzählen. Ich wurde vor 60 Jahren geboren. Für den Dämonen bin ich also ziemlich jung. Wir leben nämlich viel länger als Menschen. Meine Kindheit in Dämonia war ziemlich friedlich. Es gab zwar den einen oder anderen Krieg mit eurem letzten Kaiser, aber nichts allzu Ernstes, ziemlich routinemäßig. Menschen und Dämonen haben sich noch nie wirklich verstanden. Dabei fällt mir ein, dass ich einst einen Menschen als Freund hatte. Ach, er war kein bisschen wie ihr, doch wir haben uns zusammen gut amüsiert. Und deswegen erzähle ich euch das alles vermutlich... Ach ja, was wollte ich nochmal sagen? Ich kann mich nicht erinnern, aber das macht nichts. Danke, dass ihr euch mit mir unterhalten habt. Es ist nett, mit jemandem ein Schwätzchen zu halten. Die anderen Dämonen unterhalten sich nicht gern mit mir, weil ich so viel rede. Als ob gern zu reden ein Makel wäre. Das stimmt schon, ich unterhalte mich gerne mit den Leuten, die zu mir kommen, doch sie laufen immer so schnell wieder fort. Wisst ihr warum? Nein, natürlich nicht. Außerdem scheine ich zu vergessen, dass ich Leute getroffen habe und wiederhole mich deswegen immer und immer wieder. Könnt ihr das glauben? Ich glaube es jedenfalls, weil nämlich... Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Alle dasselbe machen. Das ist doch merkwürdig, findet ihr nicht auch? Ich frage mich schon, ob da nicht irgendwo ein ungelöstes Rätsel darin steckt. Eine Art verborgener Sinn des Universums. Dass wir alle nichts weiter als Roboter sind, die nur ausspucken, was jemand anderes verfasst hat. Tja, ich weiß, ich rede Unsinn, aber warum auch nicht? Schließlich beruhten die bedeutendsten wissenschaftlichen Entdeckungen allesamt auf den unmöglichsten Theorien. Tja, ich glaube, ich bin fertig. Boah, endlich, ey. Ich dachte, er kauft mir jetzt noch lange ein Ohr ab, ey. Alter Falter. Boah, das war ja nicht mehr auszuhalten hier. Mein Gott, das... Ich hatte aber echt eine Menge geredet, also... Kein Wunder, dass da ich den da wegrennt. So, ich klappe noch kurz hier die Sachen ab hier. So, dann steigt hier wohl die Party. Vater, ich bin zurückgekehrt. Artus. John, mein John. Ich dachte, ich hätte euch verloren. Als die kaiserlichen Soldaten sich mit den Zauberern zusammenschlossen und uns trotz der 10 Jahre währenden Waffenruhe, die aus dem Nichts angriffen, euer Eingreifen ermöglichte uns die Flucht. Das war doch meine Pflicht als Opa, als General der Armee unseres Volkes. Ich musste euch beschützen. Ihr habt in der Tat eure Pflicht getan. Die derzeitige Lage ist düster. Nach dem Überraschungsangriff der kaiserlichen Truppen waren wir von der restlichen Armee abgeschnitten. Ich versuche von hier aus unsere Streitkräfte zu sammeln. Doch, wir liegen weit zurück. Die Macht der Zauberer ist zu groß. Vater, wir müssen kämpfen. Ich weiß, aber alles hat schlecht angefangen. Ich fürchte, sie werden Dämonen angreifen, bevor wir hineingelangen und es verteidigen können. Nach Jahrhunderten des
Zusammenlebens scheint die Menschen nun beschlossen zu haben, uns zu vernichten. Das dürfen wir nicht so lassen. Und nicht alle Menschen sind böse. Das habe ich während meines Aufenthaltes in Genua gelernt. Es freut mich, dass ihr finsteren Zeiten wie diesen Freundschaften geschlossen habt. Euer Bruder wäre stolz auf euch. Es geht da noch etwas, Vater. Das Kaiserreich, sie haben etwas gebaut, das die Waffe nennen. Ich konnte ihre Energiequelle noch nicht identifizieren, doch ihre Macht ist beängstigend. Wenn sie sie jemals gegen uns einsetzen, verschwindet unser gesamtes Königreich von der Karte. Ich habe Geschichten über diese Waffe gehört. Doch hätte ich nicht gedacht, wenn es stimmt, was ihr sagt, müssen wir sie davon abhalten, sie zu benutzen. Ich werde nicht zulassen, dass meine Leute sterben. Vater. Rino? Okay. Papa! Papa! Ihr seid wieder da! Was hüpft der denn da so rum? Ich wusste doch, dass ihr noch am Leben seid. Reno, mein Sohn. Verzeih mir, mein Fortgang hatte dir bestimmt großen Kummer bereitet. Überhaupt nicht. Ich habe noch nicht mal geweint. Ich wusste, dass mein Papa der stärkste von allen ist. Es stimmt. Dein Vater ist tatsächlich sehr stark. Er hat all die bösen Menschen getötet und ist nach Hause zurückgekehrt. Jawohl! Sind diese Menschen eure Gefangenen, Papa? Nein, das sind nette Menschen. Ich würde sogar so weit gehen, sie meine Freunde zu nennen. Nette Menschen? Aber es gibt auch keine netten Menschen. Du wirst schon noch sehen, wenn du groß bist. Ich hoffe, du wirst auch eines Tages Menschen als Freunde haben. Niemals! Fräulein Fina, Solid Snail, verzeiht ihm. Er ist noch klein und hält alle Menschen für Feinde. Ich verstehe. Aber wenn alle Kinder der Menschen und der Dämonen an die Mythen glauben, kann es jemals Frieden zwischen unseren beiden Völkern geben? Oh mein Herr, hätte ich es vergessen. Ihr seid nicht hier, um euch diese Geschichten anzuhören. Ich werde euch zu Margaliten bringen. Er steht im Norden des Feldlagers auf der Klippe. Ja, da waren wir eh gerade. Er hat meine Frage nicht beantwortet. Ja, schön. Ihr seid also so eine Art Superheld, aber ihr seid ein Mensch. Schräg. Danke, dass ihr meinen Sohn zur Flucht verholfen habt. Das Königreich Demonia ist euch unendlich dankbar. Ich muss irgendwie Lothair kontaktieren. Diese Katastrophe muss verhindert werden. Menschen und Dämonen als Freunde? Vielleicht gläubig. Ja, ja. Aber es kann durchaus möglich sein, sowas. So, auf zum Margaliten. Mal schauen, was wir dann machen können. Das ist der Margalit, von dem ich sprach. Ganz eindeutig ein Margalit. Die eingravierten Symbole sind die gleichen wie auf dem Margaliten, der uns hergebracht hat. Ich weiß aber nicht, wie man ihn aktiviert. Aktivieren? Margaliten sind nichts weiter als Denkmäler der antiken Zivilisationen, der Magie. Sie erfüllen keinen Zweck.
war das? Papa! Das Kaiserreich! Die Zauberer greifen das Lager an! Was? Wie um alles in der Welt haben sie uns angefunden? Findet sie! Kein Mitglied der verwirklichten Familie von Demonia darf davon kommen! Ach, da seid ihr ja! Der große Markus! Lauf fort, Sohn, lauf! Sohn von Demonia, Sohn von König Artus, General und Thronerbe, dafür habe ich euch zu danken. Mir? Nein! Wie konntet ihr? Wie ich euch folgen konnte? Ach, das war nicht schwer. Obwohl ich nicht geglaubt hätte, dass ihr es durch den Spukwald schaffen würdet. Als ihr dann aber überlebtet, musste ich nur noch erraten, wo ihr herauskommen würdet, um euch zu finden. Und da bin ich. Was habe ich getan? Das ist alles meine Schuld. Ach, quält euch doch nicht. Ihr müsst nicht mehr lange verzagen. Pass auf! Sie sind verschwunden! Wie ist das möglich? Findet sie! Sie können nicht weit gekommen sein! Ja, werte Freunde. Eine neue Grafik-Engine. Die dritte. Was um alles in der Welt habt ihr hier gemacht? Ihr habt doch nicht etwa ausgenutzt, dass ich... Wo sind wir denn überhaupt? Der Makelett? Er wurde aktiviert, als der Zauberer ihn zerstörte. Das bedeutet, dass wir endlich zu Hause sind. Ich glaube nicht ganz. Hoffentlich. Ich fühle mich merkwürdig, voluminös. Wie an dem Tag, an dem ich so viel Schokolade gegessen hatte, nur ohne die Bauchschmerzen. Spürt ihr es nicht auch locker? Ja. Merkwürdig. Keiner von uns hat die Schokoladepudding gegessen. Egal. Vergessen wir den Schokoladenpudding. Jetzt habe ich Hunger. Dieser Makelit wird nicht mehr funktionieren. Wo sind die Zauberer? Und wie geht es um meinem Sohn? John? Also das ist ein bisschen kompliziert. Wo soll ich anfangen? Kompliziert? Was wollt ihr damit sagen? Sie sind alle tot, ist es das? Also, lasst es mich erklären. Das wird nicht einfach. Wir sind nicht mehr in derselben Zeit wie vorhin. Luca und ich kommen aus der Gegenwart, beziehungsweise für euch aus der Zukunft. Aber eure Gegenwart ist unsere Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob ich mich klar genug ausdrücke. Ich habe kein einziges Wort verstanden. Versucht ihr mir zu sagen, dass sie alle tot sind? Irgendwie schon. Oder vielleicht sind sie einfach nur älter. Ich weigere mich, diese Unterhaltung fortzusetzen. Ich muss meinen Sohn finden und meinen Vater retten.
Ich glaube, ich muss das anders angehen. Wir können ihn nicht allein lassen, Lorca. Ja, ihr Lieben, Leute. Wir sind jetzt in einer ganz anderen Zeit. Ach, guck mal, den Schatten rechts unten. Allgemein, die Grafik. Oh, wie schön die ist. Alter, wie geil ist das? Ich meine, wir sind jetzt also nicht in der Gegenwart von uns, ne? Sondern wir sind jetzt ganz in der Zukunft, weil... Ihr müsst es mal so sehen. Am Anfang des Spiels hatten wir die Gegenwart gehabt mit der Standardgrafik. Dann sind wir in der Vergangenheit gereist mit der Grafik, die wir bis eben hatten. Und sind jetzt in der Zukunft gereist mit einer noch schöneren Grafik. Die Grafik-Engine zeigt uns quasi, in welcher Zeitebene wir sind. Und ich muss sagen, die sieht sehr schön aus. Das Einzige, was mir an dieser Zeitebene und Grafik-Engine stört, ist, dass ich hier schwanke zwischen 20 und 30 FPS und dass es laggt. Ich habe keine Ahnung warum. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass der Part eigentlich schon wieder voll ist. Oho, hallo. Das gucken wir uns noch schnell an. Boah, das sieht so geil aus hier, ey. Warte mal. Nett. Schon. Im Jahre des Herrn 950 wurden an dieser Stelle die Dämonen von unserem Kaiser Lothair und seinen Streitkräften bezwungen. Die Inschrift auf dieser Statue. Wie ist das möglich? Genau das habe ich euch, habe ich so erklären versucht, John. Der Michaelit, wir haben eine Zeitreise unternommen. Lorca und ich kommen aus dem Jahr 999, fast 50 Jahre nach der Niederlage der Dämonen. Ein Unfall hat uns in eure Zeit versetzt und das Kaiserreich hat uns gefangen genommen. Und als der Großmagus die Margalit zerstörte, kam etwas aus ihm hervor. Ich glaube, dieses Ding hat uns hergebracht. Ich wäre wirklich am liebsten wieder zu Hause, werde aber das Gefühl nicht los, dass wir uns in einer anderen Zeitrichtung befinden. Das alles klingt unmöglich. Und doch, diese Statue. Aber warum? Welche Bedeutung haben unsere Leben, wenn alles bereits festgeschrieben ist? Ich verstehe es selbst noch nicht ganz. Aber seht euch Lorca an. Egal was passierte, er kämpft weiter. Am Anfang hat mir der Gedanke daran, mich verwirrt zu haben, Angst eingejagt. Doch als ich Lorca folgte, fing ich langsam an zu verstehen. Das Leben findet gerade jetzt in diesem Moment statt. Egal wo ihr gerade seid. Ich weiß nicht, ob sich die Vergangenheit schon zugetragen hat oder ob die Zukunft geändert werden kann. Doch weiß ich, dass ich hier und jetzt existiere. Einfach nur ich, hier und jetzt. Und Lorca hat mir geholfen, das zu verstehen. Deshalb habe ich jetzt keine Angst mehr. Obwohl Ratten und Pilze natürlich immer noch wirken. Das überzeugt mich nicht. Mein Volk wurde bezwungen. Und ich sollte nicht hier sein. Mein Sohn, was wohl aus ihm geworden ist? Anstatt uns all diese Fragen zu stellen, sollten wir lieber nach einem anderen Margaliten suchen. Wenn wir in die Vergangenheit zurückkehren könnten, solltet ihr es in eure eigene Zeit zurückschaffen. Konzentrieren wir uns lieber darauf, anstatt über Fragen zu grübeln, die wir nicht beantworten können. Hey, klinge ich nicht wahnsinnig erwachsen, Lorca? Ich weiß nicht, ob ich so stark wie Solid Snail oder Fräulein Fina sein kann. Ich werde mein Bestes geben. Ja, ihr Lieben.
Und das ist unsere neue Weltkarte, die wir erst aber im nächsten Part genauer erkunden werden. Ich muss sagen, die Grafik-Engine hat sich so episch verbessert. Wobei ich aber das von eben irgendwie nostalgischer und schöner finde. Aber Geschmackssache. Ich bin halt ein echter Retro-Gamer. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei Let's Play Evoland 2.